Westdeutschen Tischtennisverband haben sich qualifiziert Annika Bormann und René Acquard. Und last but not least aus Württemberg-Hohenzollern Jessica Krauter und Florian Henne. Nun ging es also endlich los. Startfrei für die Vorrunde, in der in vier Gruppen a 5 Spieler oder Spielerinnen der beste Junge und das beste Mädchen ermittelt wurden. Einer der besten Spieler seiner Zeit war der Ehrenpräsident des Deutschen Tischtennisbundes, den es ebenfalls zu den Minimeisterschaften in die Halle 5 zog. Und ich habe die Kleinen schon trainieren sehen und ja, das erwärmt das Herz, wenn man selbst mal so angefangen hat wie die Kinder hier, dann erinnert man sich daran, wie viel Spaß es gemacht hat, Ballwechsel durchzuführen und welche Freude daraus entsteht, wenn so ein Ball 4-5 Mal hin und zurück übers Netz geht, nicht? Hin und her über das Netz, das ist der Spaß am Tischtennissport und auch wenn die Kleinsten technisch noch nicht so vollkommen sind. Knappe Spielstände waren die Regel und oft wurde ein Satz nur durch Glück beendet. Lutz Amgarten aus Rheinhessen und seine 39 Mitstreiter hatten alle die gleiche Prozedur hinter sich. Sie mussten sich auf mehreren Miniturnieren vom Ortsentscheid über den Bezirk bis zum Landesmeister qualifizieren, um hier in Bremen ihren Landesverband zu vertreten. Ob mit Käppi oder langer Hose, die offiziellen Kleiderregeln waren bei den Minis weitgehend außer Kraft gesetzt. Und dass die vereinslosen Kinder schon ganz schön mit Ball und Schläger umzugehen wissen, beweisen sie uns hier. Anja Förster. Felicia Zuboff, Eva Meinberg, natürlich 7. Natürlich, auch mit Niederlagen umzugehen, lernten die Kinder auf diesem Turnier, obwohl das Siegen auch gelernt sein will. Gegen 18 Uhr war der sportliche Tag in der Stadthalle beendet und der eine oder andere genoss noch einmal die Erfolgserlebnisse der letzten Stunden, bevor es dann zurück in das Jugendgästehaus ging. Während die Kinder und Begleiter sich noch am Abendbrot labten, wurde von den Helfern der Speisesaal anlässlich des bunten Abends kindergerecht umgebaut. Kleinen und großen Gäste waren schon ganz schön aufgeregt und warteten nur noch auf ihn, den zaubernden Clown Penny Penske. Okay. Ja? Hi, ich bin Penny und heute Abend mache ich hier die Vorstellung. Penny Penske also. Schauen wir uns doch mit den Kindern und Begleitern einige Ausschnitte aus seinem Programm an. Die Zahnbürste für Elefanten auf mich zuflog. Und ich... Was? Habt ihr zu Hause auf eurem Klo
ohne Zahnbürste für Elefanten? Gibt's ja wohl nicht. Das ist die Zahnbürste. Da hat, hier, das für die Speisereste hier hinten, ne? Da hat der Tierpfleger den Rüssel aufgemacht. Suppen, 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 suppen. Oben links 3 Minuten. Suppen, 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 suppen. Oben rechts 3 Minuten. Suppen, 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 suppen. Unten links 3 Minuten. Und suppen, 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 suppen. Unten rechts 3 Minuten. Dann wollte er wieder oben links anfangen. Da hatte der Elefant keine Lust mehr. Schmiss mir genau diese Zahnbürste mit Elefanten. Spucke dran. Tatsächlich mit Brot und Elefantenspucke. Ja, I hatte ich auch gedacht, aber die Zwerge haben mir eins gesagt. Wenn du je im Leben Hunger hast und du findest Brot mit Elefantenspucke, sag nicht I, sondern futter es auf und du wirst nie mehr im Leben hungrig sein. Daran habe ich mich erinnert, nahm diese schleimige Elefantenspucke Brot. Mmh. Total lecker und oh, ich hatte sofort keinen Hunger mehr, aber ich hatte ein neues Problem. Sie bereitet einen Trick vor. Mal sehen, was sie heute macht. Schauen wir mal, Trommelwirbel. Ey, der Doppelte. Und da sehe ich doch schon, der Klopimpel wird ganz neidisch, der kriegt ganz rote Backen, der will auch einen Trick alleine machen. Mal sehen, was er heute macht. Was macht er heute? Trommelwirbel. Oh, der Doppelte unterm Arm. Und oh, das hätte doch nicht nötig sein. Bei mir hat's gezuckt und bei dir? Bei dir hat's nö, dreimal nö. Yeah. Ich guck mal, bei mir 2-mal nö und 1-mal zucken ergibt. Das war wohl nix. Das war wohl nix, oder? Guck mal bei dir nach, Julia. Oh! Nach den Überraschungen des Clowns Pennypensky ging es dann weiter zur Tombola, bei der die Kinder vollgepackt mit Fußballtrikots, Computer-CDs und anderen Schätzen den ereignisreichen Tag beendeten. Den Tanz in den Mai war für den einen oder anderen wahrscheinlich die Nacht etwas kürzer als üblich. Trotzdem, ab 9 Uhr ging es weiter im Programm. Und auch der Verantwortliche für die Amateurabteilung des SV Werder war zu Gast beim Bundesfinale der Minis. Ja, also erstmal finde ich es toll, dass wir damit beweisen können, was wir eigentlich nicht nötig haben zu beweisen, aber wir tun es immer gerne wieder, dass Werder Bremen nicht nur ein Verein ist, der Profisportler hat, sondern dass wir den Breitensport hier forcieren und stützen. Und zum anderen muss ich sagen, ich freue mich darüber, dass so viele ehrenamtliche Helfer vom Sportverein Werder dabei sind. Und ich freue mich auch, dass es dem Dietrich Mittels und mir gelungen ist, die Tischtennisabteilung zu überzeugen, dass sie diese Veranstaltung hier als Ausrichter auftritt. In den Zwischen- und Endrunden ging es dann ganz heiß her, wie hier bei dem Spiel Michael Kiefer links im Bild gegen den Rheinhessen Lutz Amgarten. Nicht ganz so ungestüm traten dagegen Elena Aracena und Christine Hustig auf. Und wie sehr ihr Herz für Tischtennis schlägt, bewies mit der Startnummer 37 Annika Bormann. Die 9-jährige Westfälin verschob ihre Kommunion, um an diesem Wochenende in Bremen dabei sein zu können. Tischtennis-Minimeisterschaften im 17. Jahr. Schon einige Bundesligaspieler, wie zum Beispiel Kai-Enno Greil und Laura Stumper, wurden auf diesen Turnieren entdeckt und machten ihren Weg in die deutsche Spitze.
Hören wir doch noch zwei Stimmen von den Wegbereitern dieses Turnieres, Stefan Ahns und Arne Klint. Herr Ahns, zum 17. Mal tritt Ihr Unternehmen als Sponsor der Nachwuchsmeisterschaften hier auf. Wie empfinden Sie das heute hier in Bremen? Sie haben ja schon einige mitgemacht. Ja, zunächst möchte ich mal klarstellen, dass die gesamte Bankengruppe der Volksbanken Raiffeisenbanken die Hauptförderung der Tischtennis-Minimeisterschaften seit 17 Jahren jetzt schon übernommen hat. Wir haben mit der Hauptförderung den Rahmen geschaffen dafür, dass auf Ortsebene und auf den weiteren Veranstaltungsebenen die örtlichen Volksbanken, Raiffeisenbanken und die Verbände auf den weiteren Ebenen hier die Möglichkeit haben, diese vorbildliche Aktion des DTTB zu unterstützen. Ich denke, mit der Einbindung in die Europameisterschaften 2000 haben wir natürlich in diesem Jahr einen besonderen Rahmen geschaffen und ich hoffe und gehe eigentlich davon aus, dass hier auch die Besucher der Europameisterschaft auch Kenntnis erhalten von dieser vorbildlichen Aktion des DTTB im Bereich des Breitensports. Ja, wir haben ja nach ein paar Anlaufjahren jetzt mittlerweile schon 17 Jahre diese Aktion laufen und es sind konstant immer 50.000 Teilnehmer, die in etwa teilnehmen und vor allen Dingen auf den unteren Ebenen. Und das ist natürlich unser Hauptinteresse aus dem Breitensport heraus, dass es immer wieder neue Kinder über diese Aktion an Tischtennis herangeführt werden, das erste Mal ein Turnier spielen, wo sie überhaupt merken, wie interessant auch die wettkampfsportliche Ausübung dieses Ganzen sein kann. Und das ist für uns der entscheidende Impetus für diese Aktion. Mit die beiden Kleinsten auf diesem Turnier waren Laura Klein aus Hamburg und Anja Förster aus dem thüringischen Leimbach. Sie wurden im Laufe der drei Tage dicke Freundinnen. Und auch, dass sie gegeneinander spielen mussten, tat dem keinen Abbruch. Laura hat nur knapp verloren, aber man bleibt natürlich Freunde. Freundinnen sind auch die Nationalspielerinnen Laura Stumper und Tanja Hofmann, die in einem Schaukampf demonstrierten, wie faszinierend Tischtennis sein kann. Nach dieser Einlage durften die Minis dann selber ran, um mit den Nationalspielerinnen ein paar Bälle zu wechseln. Alle durften einmal ran und auch die Kinder, die schon ausgeschieden waren, hatten noch viel Spaß am Geschehen. Ich hab das.